sage schon mal Hallo und herzlich willkommen zu Wave 74. Und jetzt rennst du weg. Guck mal, wer da ist. Das Kanonenfutter ist wieder da. Nee, natürlich nicht. Die liebe Prina ist wieder dabei. Und ja, auch mal Zeit. Auf Dauer ist es schon ein bisschen langweilig, immer alles allein zu machen. Also, seid gespannt auf Gequietsche und... Wah, und... Was hat sie jetzt gemacht? Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Bis später um 0 Uhr. Und da werden wir wieder zurück. Sag Hallo, Prina. Hallo, Prina. Das ist witzig. Ich wollte mal so witzig zu sein. Hast auch einen Kommentar da. Ich glaube, das will keiner kommentieren. Ich mache schon mal die ganzen Stromdinger hier an. Ja, das überlasse ich noch. Dürfte es auch gleich losgehen. Und du stehst gut da oben, meinst du? Ja, ich stehe da gerade ganz gründlich, weil ich nämlich noch was Ü18-mäßiges mache, was ja früher Ü16 war. Was spielst du da auf dem Handy? Hab geraucht. Ach so. Geht los, Schatzi. Ja, ist ja gut. Ich habe nur meine Monster noch verfrachtet. Bin da, bin am Start. Wo stehst du? Du stehst hier da. Hier unten. Okay. Hi. Moin. Ich bin runtergefallen, aber ist okay. Aber du brauchst nicht auf die Zombies zu schießen. Wir müssen ein bisschen Munition sparen. Die Fallen, die machen das schon. Okay. Dann stecke ich meine Waffe ein und hole das Messer raus. Ich sage ja, falls wir hier neben an den Seiten wieder rumfummeln, dann schmeißen wir einfach die Stachelwerfer an mit diesem Schalter, wo ich dir gezeigt habe. Ja. Ich hatte es auch vor ein paar Tagen, dass die Wave einfach gestuckt ist. Ah, schön. Es ging einfach nicht weiter. Und dann habe ich da die Straße links runter. An dem einen Gebäude hingen vier Giants und haben da rumgewerkelt. Freude. Also ich werde die Freude da schon rumrennen. Gott, das ist ein kleiner. Wir machen nur die zwei Dinger da oben so ein bisschen Sorgen. So diese Flammenwerfer da, die sehen sehr schön aus. Welche Flammen? Die Flammis hier? Nee, die Werfer, die Raketenwerfer. Ah, danke. Wenn die losgehen, dann kommen die Großen. Wir dürfen nur nicht hier vorne stehen bleiben, weil wir sind aktuell der Köder. Sonst bleiben wir nämlich da vorne in dem Bereich stehen. Oh, wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben. Oh, hallo, Flammis? Warum geht ihr nicht? Warum geht die Flammenwerfer hier neben? Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Ist richtig was los seit dem letzten Mal, wo du dabei warst, ne? Ah, ich merke schon. Die Party. Und die Plätzchen. Das ist nur der Anfang. Da kommt noch mehr. Ah, oh, super. Aber die Falle, also die ganze Anlage hier, die macht es echt mega. Also ich sehe nicht, wo ich irgendwas verbessern müsste, wo man was anderes machen müsste, etc. Ja, das sieht gut aus. Vor allem den Flammenwerfer hier unten nochmal. Nein. Und vor allem denkst du mal, ich habe die erste Fallen hier vorne, also hier die komplette Front, hier lang bis ungefähr auf die Höhe. Die sind alle abgegradet und sind mit am Stromkreis dran. Das heißt, die verlieren auch keine Munition in Anführungsstrichen. Nice. Mhm. Das ist richtig nice. Kann man einiges sparen. Ja, nur die Stromkosten möchte ich trotzdem nicht bezahlen wollen. Die Windräder machen das. So still. Die kommen gleich, keine Sorge. Das ist nur kurze Pause und dann, ups. Falsche Taste und dann geht's weiter. Keine Sorge, da kommt noch was. Oh,
das kam von mir den Kopf gebracht. Wie? Natürlich. Ich habe gerade erzählt, wie die Wave neulich gestuckt ist. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das auch noch passiert. Nee, nee. Also ich war nicht bei uns. Es passiert schon wieder nichts. Ah, ja, tote Rose. Genau das meine ich. Das ist vor ein paar Tagen auch schon passiert. Da ist einfach nichts mehr nachgekommen. Ha! Hier steht einer. Der gehört aber nicht zur Wave. Hier steht einer, aber der gehört nicht dazu. Den lass wir mal stehen. Der darf leben. Die stacken hier. Ach, jetzt seid ihr da. Moin. Aber das sind nicht viele. Also das kann nicht der ganze Rest sein. Da kommst du. Da kommst du. Ja, die kommen überwiegend von der linken Seite. Vorher war es ja andersherum. Jetzt ist es so. Die Ballistas können nicht treffen. Ach. Die haben auch dann eben heute, sag ich doch. Ach, jetzt? Guck mal, der steht auch wieder auf. Ja, die brauchen ein paar Schläge. Und er steht wieder auf. Jetzt hat er Platsch. Es sah so ekelhaft aus. Aber trotzdem. Hier stackt schon wieder irgendwas. Ich guck mal, ob da vorne wieder ein paar Giants irgendwo hängen. Hallo! Das letzte Mal waren die nämlich auch da vorne. Oh, was leckt das? Na gut, ich bin innerhalb des Gebäudes, da hab ich keine Decks. Oh, hier ist ein Wetter. Hier ist wieder so ein Marktschreier. Aber die gehören nicht zu Wave. Buggy? Leggy? Hallo? Was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Ich das war ein Giant! Das war ein Giant direkt vor dir! Oh. Cool, und ich repariere Windräder. Hallo? Also irgendwas ist hier ein bisschen laggy. Na, hier stimmt was nicht. Ja, ich merke das schon. Ich bin da und schon stimmt was nicht. Nee, das hatte ich ja vor ein paar Tagen auch schon. Ich hab manchmal das Gefühl, so der Respawn, der leckt irgendwie. Also, der, was heißt Respawn? Der Wavespawn, der stuckt. Das ist aber nicht schön. Weil direkt hier vorne war auf einmal ein Giant gewesen und der kam mir nirgendwo entgegen. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich habe gerade tatsächlich die Windräder gemacht. Die musst du jetzt nicht reparieren, das reicht. Da, jetzt kommt was. Wurde noch mal Zeit hier. Hi. Ich bin zu nah dran. Lauf, Conny. Hi. Hi. Das ist ja auch eine Treppe und ich renne immer quer durch die Anlage. Ja, ich habe da so kleine. Die wird abfackeln während der Wave, das ist immer so. Das ist ja nur, dass man da nicht hier ständig durch die ganze Anlage rennen muss. Hi Zombie. Na, wie geht's euch da unten?
Bild für die Götter, ne? Wenn man so hier oben steht und sich denkt, ach ja. Schön ist es hier oben. Oh, die Ballista? Ne, die ist noch da. Aber oh, die ist noch da. Aber trotzdem. Das fuchst mich jetzt schon so ein bisschen. Hier ist ja kaum was los. Kaum bin ich da. Ein bisschen mit Lani. Wir haben schon 2 Uhr. Ja, deswegen kaum bin ich da und jetzt habe ich Mitleid. Nee, das geht nicht. Das sieht Conny nicht ein. Nein. Ich habe das Drecksding nicht umsonst gebaut, verdammt Hake. Nettie? Ach doch, hier kommt noch eine ganze Menge, aber irgendwas ist hier mega buggy. Mega buggy. Also, buggy. Mega buggy. Nicht nett. Doch, da kommen noch welche, aber die hängen hier hinten irgendwo fest. Ich werde es bereuen, da runter zu springen. Hallo, was macht ihr denn hier? Die Wave läuft, ihr Trottel. Kommt ihr mal mit? Seid ja ewig weit weg vom Schuss hier. Uiu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 
So ein bisschen. Scheinwerfer gehen ja selber nach vorne. Well, das war's. Was? Okay. Ja. Genau das meine ich. Seit dem Update ist, keine Ahnung, da gibt es manchmal so ein paar Stuck-Momente, I don't know. Es war ja gestern oder heute nochmal so ein kleiner Hotfix. Ja, ich habe gedownloadet noch. Aber ist halt eben immer noch da. Ich meine, es ist jetzt sehr tragisch. Also mich bockt es nicht. Oh mein Gott, hier hat es ein Häschen zerlegt. Oh. Das war ein Mörsergeschoss. Dann müsste eine ganz einsetzen. Ja. Aber hey, es war ein Joint dabei, auch wenn du nicht gesehen hast. Ich habe ihn ja leider nicht gesehen, aber das macht nichts. Deswegen, da während der Wave irgendwie da die Stromanlage reparieren, das kann man sich sparen. Ja, habe ich gemerkt. Aber wie sagt man so schön, man will sich ja auch mal ein bisschen nützlich machen. Jo, das war's gewesen, ne? Gut, ich fange da mal an, hier von der Ecke aus alles einzusammeln. Ja, ich habe schon angefangen, drinnen alles einzusammeln. Also. Okay. Dann, das war Wave 74. Mal wieder mit einem Stuck-Moment. Sehr lehrreich. Kommt vor. Sag mir ein Spiel, das nicht buggy ist. Wenigstens ein bisschen. Death by Daylight, absolut bugfrei. Alles Features. Willkommen bei der Märchenstunde. Es geht morgen weiter. Morgen gibt es den zweiten Teil von ist DVD möglicherweise buggy oder nicht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.